Und willkommen zurück, Freunde. Es geht weiter in unserem Abenteuer. Wir bewegen uns jetzt zu auf die siebte Arena schon. Siebte Arena tatsächlich, zur Zenobe-Insel, zu Pyro. Und wir haben im letzten Part den Schlüssel uns geholt. Oh je, was ist der jetzt? Howdy, wie geht's dir stets in dieser Arena? BD. Pyro, das ist Pyro. Hm, okay, BD was? Jetzt habe ich den Fahrfall. Ach ja, ja, meine. Neben Kämpfen musst du nämlich auch noch ein knifflige Quizfragen beantworten. Na gut, dann viel Spaß. Ja, dankeschön. Und darauf musst du jetzt warten oder was? Naja, aber die legendären Quizfragen von Pyros Arena. Wir kämpfen aber, wir stellen mal Totok nach vorne. Denn wir befinden uns in der Feuerarena. Lol, die haben eine Brille verpasst, die Pyro. Was? Anerkannt mit Trainer Asni, der war schon vor uns, soll ich mich veräppeln. Pyro lässt jede Menge einfallen, damit uns Forscher hier auf der Zone nicht die Decke auf den Kopf fällt. Bidi. 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 Okay, Pelle, Pelle, Pelle. Wir machen mal weiter. Ach so, ja, hallo. Na, bist du bereit? Gut, dann stell ich mal rüber. Okay. Ah, die haben das so gemacht. Früher bist du einfach von Gegner zu Gegner. Und musst du Fragen beantworten und jetzt echt so mit einem Quiz. Okay, korrekt. Oh mein. Pyropuppe, okay. Liegt der Kandidat mit seiner Antwort jedoch daneben, muss er gegen meine Schüler. Ja, jetzt die Sache halt. Jetzt hat die Sache. Das ist die Sache jetzt. Guck mal, ich hab damals dennoch versucht die richtige Antwort zu geben, und wenn ich die richtige Antwort hatte, habe ich trotzdem dann noch gegen den Trainer gekämpft. Ich würde eigentlich schon noch gerne kämpfen, so ist nicht. Aber ja, ich meine, wir machen es einfach mal, würde ich sagen, weil ich hoffe, ich kann noch gegen die kämpfen, ich weiß es nicht. Welches Pokémon gehört der Kategorie Brenner an? Magma. Gold, richtig, um zu sagen, Volltreffer, nice. Wie der daherkam. Hä, ich dachte, Pyro wäre voll übel ernst und so. Und jetzt stellen die den Saal, als wärst du so ein Komiker statt ein Forscher. Du hast die Pyro-Puppe redlich verdient. Guck mal, was machen die Pyro? Sehr schön, weiter im Text mit Frage Nummer 2. Wie viel von der Pokémon anerkannte Arena-Orden gibt es? 8. Ja, eigentlich würde ich. Ja, ich würde echt gerne eigentlich gegen die Trainer kämpfen. Ohne Spaß. Einfach als Training. Aber gut, weißt du was? Ich nehm's auch an, sonst nicht. Räusper. Pyro, ich misch mich ja nur ungern, aber wir sind bei der dritten Frage. Das habe ich auch gesagt, kommen wir also zu Frage Nummer 3. Setzt ein Pokémon eine Attacke vom Typ Stahl gegen eine Feuer-Pokémon an, dann ist sie nicht sehr effektiv. Naja. Komisch, alles. Was machen die? Was haben wir mit Pyro gemacht? Sollte wie am Schlüchchen, ne? Dann sei 3 Pyro, genau. Frage 4 steht schon in den Startlöchern. Enthält die TM28 die Hyper-Mega-Superstrahl? Soll das ein schlechter Scherz sein? Ja, weil Hyper-Mega-Superstrahl gibt es nicht. Ja. Das ist halt legit ein Joke gewesen. Mein Kanal hat sich bereits 4 Pyro-Puppen sichern können. Blablabla. Die 5. und letzte Frage wartet auf ihn. Wer wird dich im Anschluss an diese Frage zu einem Kampf herausfordern? Pyro, der Arena der Zenobinsel, ein Meister im Umgang mit Feuerpoanalyse, ein älterer. Du. Im Prinzip ist alles richtig. Also legit alles richtig. Wow. GG. Oh, mau. Wow. Oh, lol. Olle! Oh mein, ich hab so das Glück Feuer mitgebracht. Okay, interessant, aber um ehrlich zu sein, hätte ich echt. Naja, was soll ich? Hätte gerne gegen die Trainer gekämpft, aber. Oh, wie cool die den gemacht haben! Erst war der komisch, Komiker, jetzt ist er cool. Keiner weiß. Ich kann sich auch nicht entscheiden, was sie aus Pyro gemacht haben. Aber gut, wir haben Totok, wir sind eigentlich gut gedeckt. Au. Raus mit dir, Magma.
Bisa! Akani, ole! So, mal ein bisschen mit Akani grinden. Wasserfälle, nerv, Bidi. Ich hätte echt gern trainiert, weil die sind schon 48 hier. Zack. Er hat sogar überlebt. Krass. Wutanfall. Ey, ich bin sauer. Aua. Boah. Schaden gemacht. Olle, Totok. Pikamau. Boah, Galoppa. Geil. Geil. Challenges me. Boah, was? Auch gut Schaden gemacht, möchte ich sagen. Das ist alles Rick Pokémon. Es sieht so witzig aus, wie Totok da hochsurft. Oder, ja. Wasserfall aufsteigt mit Kaskade. BD. Volnuna. Oh, Kyubi. Kartoffel. Zack. Feuersturm. Oh. Okay, das hat nicht getroffen. Ja, so viel zu Pyro, ne? Wenn man einen Wasser-Pokémon hat, ist halt legit Free Elo. Das ist Free Elo einfach. GG, so viel zum Training. Mein Feuer ist erloschen. Oh, ja, mit den Stones. Glückwunsch, mit deiner vorherigen Performance hast du dir den Vulkanorden verdient. Du hast den Vulkanorden von Pew Pyro. Du hast alles, was du über das dieses TM. Ja, mit dem Feuersturm. Feuersturm ist eine der mächtigsten Attacken vom Typ Feuer. Du wirst dich vielleicht fragen, warum sie so sonderbar aussieht. Tja, ganz genau kann ich das leider auch nicht sagen. Ich habe nur gehört, dass es was mit ihrem Herkunftsort zu tun hat. Auch ein Quizmaster wie ich. Oh, jetzt interessiert mich das, wo Herkunftsort von Feuersturm ist. Ah, Pikachu. Pikamau. Pika. Olli. Das haben die richtig geil gemacht. Feuersturm, bringen wir auf jeden Fall Lizardon bei. Und aber jetzt, meine Damen und Herren, das ging ja relativ schnell, deswegen, falls nichts dazwischen kommt, zwecks Zwischensequenz oder sowas, bewegen wir uns zu Seeschauminseln. Zu den Seeschauminseln. Genau das. Ich würde gerne noch Luftschnitt erlernen. Wäre das ein Ding, Durak? Luftschnitt? Erlernst du das hier? Na, 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 na. Oh lol. Flammenwurf Rino. Ja, krass. Krass, 110. Feuersturm war 120. Ich weiß. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob das in Sonne und Mond genervt wurde. Es war nämlich 120. Aber ich meine, war es in XY schon 110? Ich weiß es nicht, verdammt. Aber es war einfach mal 120, die haben es genervt. Krass. Ah, jetzt schau mal, Asni. Oh, dein Asni. Ah, da bist du ja. He got a Frisbee. Ich dachte mir schon, dass sobald die Arena der Zylobins erreichen würdest, hast du gegen Pyro gewonnen. Genau, der ist super. Dann mal herzlichen Glückwunsch, schön, willst du kämpfen? Na doch, ich brauche 8, 9, oder? Ja, ich habe bis jetzt 7, jetzt fehlt nur noch Arena in Vertane City. Neu, ich war da aber dummerweise niemand. Ich nehme an, du hast sie auch noch nie von ihnen gesehen. Ich weiß ja, das aber. Ja, schauen wir vor, wir sehen uns da später. Auch rein, Asni. Diese Asni, keiner weiß. Erst macht er auf Lappen und jetzt holt er die Arena und vor mir, oder was? Komisch. Paradoxer Boy. Naja, Asni halt. Ja, jetzt gehen wir aber erstmal zu den Seeschauminseln. Genau das ist es, Freunde. Genau das. Ich muss gleich schauen, wie viel Pokébälle ich habe oder Hyperbälle. By the way, Freunde, wegen dem Trick mit Zeit-Controllern. Ich weiß da auf jeden Fall Bescheid. Ihr habt mir auch da Bescheid gegeben. Wenn man zum Beispiel Zeit-Controller nimmt, dann spielt man ja mit zwei Charakteren eigentlich. Aber ihr könnt das natürlich auch alleine machen. Wenn ihr ein Pokémon fangt, dann habt ihr zum Beispiel, zum einen könnt ihr da zwei Pokébälle werfen, zum anderen könnt ihr aber, wenn mich alles täuscht, ein Meisterball auf einer Hand halten, aber diesen wirft ihr nicht. Ihr wirft dann quasi den anderen Ball, sei es zum Beispiel Superball, Pokéball oder Hyperball,
dann wird aber, glaube ich, die Fangchance vom höchsten Ball genommen. Also eigentlich vom Meisterball. Ich weiß jetzt nicht, ob du dann damit dann jedes Pokémon mit einem Pokéball fangen kannst. Oder ob es einfach die Chance erhöht, also dass dann der Kreis grün bleibt. Aber du, wenn du den Meisterball nicht triffst, es nicht One-Shot, also dass du das Pokémon nicht sofort fängst. Aber was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass sich, glaube ich, die Fangchance erhöht. Also wenn man bessere Bälle hat, hält. Ich würde es aber auch ungern probieren, weißt du. Ich will das so. Wisst ihr, da bin ich so richtig streng mit mir selber. Ich sag mir, nein, ich spiele nicht zur Zeit, ich spiele alleine, deswegen mache ich auch sowas nicht. Ich hole jetzt nicht einen zweiten Controller her. Das ist eigentlich Player 2 Controller. Nein, ich spiele das alleine. Aber es hat euch berechtigt, denen, die das machen wollen, macht das ruhig. Worum es mir hier geht, ist Frage für euch. Wie funktioniert das genau? So wie ich es gesagt habe mit dem Meisterball? Dass man dann mit dem anderen Pokémon auch jeden fängt? Obwohl man den Meisterball nicht wirft? Oder erhöht sich ja quasi nur die Fangchance, dass der Kreis dann grün wird quasi. Statt was auch immer davor war. Das würde ich gerne wissen, Freunde. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut und ich glaube, ich werde die Tage auch nicht nachschauen. Lass du einfach darüber reden dann in den Kommentaren. Ja, jetzt gehen wir zu den Seeschauminseln auf jeden Fall erstmal. Ah, ich könnte mir auch von den Seeschauminseln hoch und trainieren, aber ich glaube, ich lasse es mal flach fallen. Ich habe nicht Lust, das so zu ziehen, weil wir bewegen uns langsam gegen Ende, Freunde. Und vom Timing her passt es mir eigentlich, um ehrlich zu sein. Oh lol, der bringt einfach einen Geowatz. Aber hey, ich habe auch einen Counter dagegen. Let's go. Au. Pinsir. Ich finde Pinsir cool. Oh. Kreuzschild. LOL. Einfach ultra sick Pikachu. Kommt alle Dragon Ball, den Film schauen Januar. Okay, ich hör auf. Wahrscheinlich die wegen Pokémon reinkommen, denken sich, BD, bin ich im falschen Film. Blitzer ist cool, finde ich. Blitzer ist cool, aus den ersten drei Entwicklungen von Evoli. Blitzer, Aquana oder Flamara. Welchen mögt ihr? Oder wisst ihr was, wir packen da drauf. Aus allen Evoli-Entwicklungen. Welche Entwicklung mögt ihr am meisten? Und warum? Ich muss sagen, das sollen wir alle aufzählen. Komm. Ich muss es einfach kurz aufzählen, dass ich es selbst wieder weiß. Blitzer, Aquana, Flamara. Zur zweiten Generation kamen keine hinzu, glaube ich. Bitte, fallen mir jetzt. Nein, mir fallen. Ich habe die Evoli-Entwicklung im Kopf, aber ich versuche sie gerade zu sortieren. Ich krieg das gerade nicht hin, aber. Jedenfalls Glaziola, Eis. Und wie sie Florunaba oder so? Pflanze jedenfalls. Aus Höhen. Nicht Höhen, sorry. Sinnoh. Aus Diamant und Perl waren die. Felinara kam hinzu. Fee. Waren das schon alle Evoli-Entwicklungen? Oder habe ich gerade jemand. Ich bringe mich gerade um. Nein, nein, nein. Sorry. Diejenigen, die die Tastatur schon kaputt gehauen haben. Die schon ihr Kommentar abgeschickt haben. Ich entschuldige mich. Für mein Statement. Dass in der zweiten Generation keiner dazu kam. Ich entschuldige mich. Aufrichtig. Wie kann es sein? Das hat mich nämlich gewundert. Wie kann es sein, dass die mir nicht eingefallen sind? Psyana und Nachtara, Freunde. Psyana und Nachtara. Das sind die geilsten, finde ich. Das sind die geilsten. Psyana und Nachtara. Wie konnten die mir nicht einfallen? Wirklich aufrichtiges Entschuldigung. Krass. Psyana und Nachtara. Ja, Pikachu. Psyana und Nachtara.
Ich finde beide wirklich geil. Psyana und Nachtara. Vor allem das allererste Mal, als sich Evoli einfach entwickelt hat. Und es war bei Tag. Bei Tag wurde zu Psyana, bei Nacht zu Nachtara. Ich hatte zum ersten Mal Psyana. Es sah so geil aus, ohne Spaß. Es sah so geil aus. Auf der silbernen Edition. Silberne Edition habe ich damals bekommen. Ich habe mit meinen Eltern einen Deal gemacht. Ich habe gesagt, wenn ich mein Zeugnis gute Noten bekomme, weiß ob es Zeugnis oder Halbjahrszeugnis, bekomme ich, also will ich das haben. Und ja, deswegen habe ich mir den Arsch aufgerissen. Kennt ihr das, wenn ihr so Deals macht mit euren Eltern? Immer so. Ey, du da, komm mit sie. Donnerblitz, komm. Nice. Nice. In den Kommentaren hat mal jemand gesagt, dass Pikachu nach hinten schaut, wenn es einen Volltreffer macht, aber es hat schon sehr oft nach hinten geschaut. Es war aber, glaube ich, kein Volltreffer die ganze Zeit. Kann es damit zusammenhängen, wenn es eine sehr effektive Attacke ist? Weil manchmal schaut Pikachu nach hinten, manchmal nicht. Vielleicht hängt es auch davon ab, vom Kampfgeschehen. Guck, jetzt schaut sie da nach hinten. Es war, glaube ich, kein Volltreffer gerade. Aber eine sehr effektive Attacke. Vielleicht liegt es daran oder einfach so vielleicht auch, keine Ahnung. Enzo, Taubos. Boah. Boah, the One-Shots. Das ist jetzt ein Volltreffer. Also, aber, ja, wegen der Attacke selbst. Ja, weiß nicht. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare. Nice, sehr schön. Enzo, hau rein. Enzo. Mangiare. Wie nett Knogger da am Start ist, ne? Bin so froh, dass wir Alola Knogger und... Haben wir gegen die gekämpft? Gegen die hier? Alola Knogger und Sandama ins Team aufgenommen haben. Richtig geil. Haben wir gegen sie gekämpft? Ich glaube nicht, oder? Nee. Mein Freund hat mir eine große Perle geschenkt. Okay. Super Sale oder was? Stones Pack, 91. Austausch! Austausch, Alter. Olle. Ja, wir machen jetzt langsam auf dem Weg zu Arktos. Danach fehlt uns auch... Ah, Lavados. Lavados finden wir auf der Siegestraße. So war es eigentlich immer. Also zumindest in der Kanto-Region. Mehr oder weniger immer. Ah, gegen die haben wir schon gekämpft. Gegen den da oben, Enzo war das, ja, da oben. Glaub schon. Oh ne, der Vogelfänger war Enzo. Aber da oben waren wir auch. I guess. Wieder? Ja. Olle, das. Oh, the Surfen Ultra Instinct. Oh, sorry, is this the Surfen? Is this the. Oh, look at the moves, look at the place! He has a ball and a surfboard! He goes straight to it! Brilliant! Oh mein Gott! Oh, Hanna! Yeah, yeah! Hey, wer bist denn du? Verkaufst du Stoff oder was? Hey! Veronika, oh, jetzt. Lamus. Oh, ich freue mich auf Arktos. Ich freue mich auf Arktos. Ich freue mich auf Arktos. Arktos sieht wunderschön aus, finde ich. Arktos sieht richtig schön aus.
Ich glaube, jetzt hat irgendwann Flammo verlernt, oder? 54 war es, glaube ich. Ah, wir haben es schon durch die TM. Gott sei Dank, ey. Hat auch allzu lang gedauert. So. Hast du verlaufen oder was? Gut, mal von hinten rum kann man auch, wie gesagt, hier hin. Aber dann wahrscheinlich da hinten im Eingang. In der Höhle, Höhleneingang, was wir uns angesehen haben. Aber ich glaube, von dort aus kommt man nicht zu Arktos, man muss zu, von der Zinnoberinsel aus. Irene! Oh, drei Pokémon auch noch. Oh, Jemine. Olle! Fletcher Surfer. Speedy! Aua! Ah, ich habe keine Donnerblitze mehr. Fast. Du Flo, the Tank for. Ollere, orele, gandale. What you gonna do when we come for you? Booyaka, booyaka. Zack. Oh. Du Flo, okay, with the moose. Aua. Na, na, na. Ah, nicht so aggressiv, sondern Mele. Mal langsam. Euch ist ein Donner in dein Gesicht. Oder auch nicht. Knuddeluff hat Donner erlernt. Genau das. Aber zuvor bekommt sie unser Donner in ihr Hals. Ciao. Raus mit dir. Gut so, Pikachu. Na, 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 na. Jetzt hast du aber nicht zum Beispiel nach hinten geschaut, weil es. Ah, kann vielleicht echt dran liegen, wenn es eine sehr effektive Attacke ist. Freunde, die Seeschauminseln. Wir haben die Seeschauminseln erreicht. Machen wir, schauen uns die Seeschauminsel noch ein bisschen an. Oh. Oh. Geil. Oh, geil. Aber ich glaube, die Seeschauminsel wird auch ein bisschen Zeit mit sich bringen. Deswegen werden wir da im nächsten Part weitermachen. Indem wir dann Arktos fangen. Oh, die sehe ich schon. Oh, ist geil. Ist ein geiles Gefühl gerade. Ist ein bisschen kalt, aber ist geil. Komm mal her, Lady. Komm mit sie, Lady. Freunde, lasst uns doch Rosana fangen, hoffentlich. Und lasst uns dann ab hier nächstes Mal weitermachen, einfach. Oh je. Wahrscheinlich so. Oh. Lasst dann das nächste Mal hier einfach weitermachen, würde ich sagen. Weil ich denke, die Seeschaubisse wird auch ein bisschen Zeit mit sich bringen. Ich will da quasi den Part der See. Oh mein Gott. Arktos und der Seeschaubisse widmen. Was? Ich geb dir auch gleich eine Schelle, Samann. Nice. Alright, Freunde, dann würde ich sagen, wir haben Rosana gefangen, ein neues Pokémon. Lasst uns das nächste Mal von dir weitermachen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.